Jetzt brauchen wir einen Hausmeister. Gerch? Ja? Komm mal rein, komm. Du musst was ist denn da, das? Komm mal her. Für Sauerei. Du, Bernd, ich bin zuständig für den roten Teppich. Aber ja, als Hausmeister. Du musst halt einmal helfen, da das Ding wegmachen. Naja, schon, aber als Hausmeister bist du ja eh der Depp. Ja, immer, immer. Aber der rote Teppich, meine Lieben, das. Ach Gott, das, über diesen wollen alle laufen. Die Wichtigen sowieso. Ach, die Wichtigen. Schön rausputzt. Mit ihren Damen, die wollen sich zeigen. Und so ein Faschingskostüm für Veits Höchheim. Du, das ist so kompliziert wie eine Regierungserklärung. Ja. Aber es wollen auch die Unwichtigen über meinen roten Teppich. Ne? Also unwichtig aus meiner Sicht. Aus deren Sicht sind es ganz wichtig, sind es die Überwichtigen. Übergewichtig vielleicht. Aber wenn du ein Amt, ein Böstler hast, du, dann schießt die Wampenfei schnell naus und das Näsler geht in die Luft und dein Gesicht wird wichtig und die Haltung staatsmännisch. Das sag ich dir über meinen Teppich. Laufen diese Wichtigtour nicht, weil wer macht denn sauber? Ich. Na gut, als Hausmeister bist du der Depp. Immer. Und wenn du ein Schulhausmeister bist, dann bist du der Oberdepp. Ein Schulhausmeister, das sag ich dir. Hark, verstehst du mich? Das sag ich dir. Ein Schulhausmeister erbert rund um die Uhr. Schulanfang, geht's los. SUV-Alarm. Obacht, das Elterntaxi-Geschwader kommt. Ha, vorne am Steuer hockt die gestresste Mutter, kämpft um jeden Meter, und hinten am Rücksitz, angelascht, relaxt der Stammhalter. Es dauert nimmer lang, dann kriegen wir eine Generation Rücksitz. Ja, danke. Aber Hans, dieses Chaos müssten Sie früh an der Schule mal erleben. Es ist ein Wahnsinn. Und Verkehrsregeln spielen für die Helikoptereltern keine Rolle. Zebrastreifen, Ampelbern, das ist denen scheißegal, du. Ich habe mal eine dieser Pilotinnen angesprochen. Freundlich. He Dollen, da kannst nicht parken. Mein lieber Mann, du, die hat mir der Goschen hingehängt. Sie aufgeblasener Parkwächter. Ja, glauben Sie denn, ich lass mein Bübchen nur einen Meter in diesem Chaos laufen. Dir gebe ich gleich einen aufblasener Parkwächter, du. Und wenn der Rektor, mein Chef, in dem Moment nicht kummer wäre, ich weiß ja nicht. Und von wegen Bübchen, du. Der Hundskribbel am Rücksitz, das war ein Achtklässler. Und dann kommt ja das Schönste. Dann stellen sie ihren Allradkübel irgendwo in die Gegend, nehmen die Büchertasche und schleppen sie hinein ins Klassenzimmer vom Bübchen. Denen habe ich geholfen. Pass auf, im Foyer habe ich ein Schild hingehängt. Ab hier tragen wir unsere Schultasche selber. Das ist doch wahr. Da kann ich mich doch schon wieder aufregen, du. Ach, warte. Übrigens, im Foyer mache ich mit meiner Gisela seit Jahren den Pausenverkauf. Wissen Sie, was der Hit ist? Der Hit LKW. Kennt ihr das, Anna? Ach, doch, schau her. Ach, so eine schöne Frau. Und die war es, das Leberkäs-Wegler. Du, das war früher, das ist rum. Nur Beschwerden. Hab mir eine angesprochen. Mein Fabian. Und dabei ist nun der gequält wie Rosi Mittermeier zwischen den Slalomstangen. Mein Fabian ist kein Schwein. Wir sind Vegetarier. Und dabei hat sie ihr Goschen bewegt wie ein Karpfen an Land. Vegetarier. Von wegen.
Der Hundskrüppel frisst 3 Leberkäse, Weckli, 3! Weil er vor dem Grünkern gefressen haben, nicht satt wird. So ist es. Es ist, Bernd, es ist, hörch mal, Bernd, es ist doch schade, dass keiner Haie über den Teppich läuft. Aber weißt du was? Ich, Gerch, der Hausmeister, werde über diesen Teppich jetzt laufen. Geben Sie mir Applaus, bitte. Geben Sie mir Applaus. Ja. Aber es ist so schade, es ist so schade. Es ist ja keine Kamera da. Ich wäre ja nicht übertragen in die Haushaltung. Moment. Ha, ich habe eine Idee. Ich mache ein Selfie. Pass auf, ich mache ein Selfie. Und das stelle ich ein. Wissen Sie, das stelle ich ein. Ach Gott, schau her, jetzt ist es, glaube ich, verkehrt rum. So rum. Ah, jetzt bin ich und der rote Teppich. Der rote Teppich. Jetzt bin ich drauf. Jetzt pass auf, der stelle ich ein. Ha. Ja, ich hab Follower, da brauchst du nicht lachen. Ich hab Follower. Ja, Mai Gisela, die wird schauer. Also, Horch, na, jetzt Obacht. Horch, ich bin doch im Dienst. Bernd, die Bühne ist clean. Danke dir. Ja, bitte. Ja, der gute Klaus, meine Damen und Herren, was für ein Hausmeister. Er ist ja nicht nur Hausmeister, er ist sogar Altmeister. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen vorstellen, Klaus Karl Kraus aus Erlangen. Auf den Klaus ein Dreifach, dann ist Franken. Ja.